Der Schatz am Bodensee. Wer hebt ihn? Er ist für alle Menschen da, denn hier am Bodensee gibt es so viel Licht und Sonne wie kaum woanders. Der Schatzjäger heißt Marco Ulrich. Doch er jagt nicht für sich selber, sondern für die Menschen. Was müssen diese dabei verstehen? Dass Energiekosten eigentlich der Vergangenheit angehören, erzählt ihn Marco. Dass ein Haus keine externe Energie mehr benötigt, sondern man alles selber produzieren kann. Für Komfortstrom, Wärme und Mobilität. Dafür ist Marco mit seiner Firma in ein Einkaufszentrum gezogen, um dort die Menschen zu erreichen. Zusammen mit seinem Kollegen Patrick Meyer schaffen sie es tatsächlich, in einer alltäglichen Situation die Bürger und Bürgerinnen abzuholen und für die Energiewende zu interessieren. So ein Einkaufszentrum ist der ideale Ort dafür, haben die beiden festgestellt. Eigentlich ganz logisch. Ja klar, also oft so, dass die Frau zum Shoppen geht drüben und der Mann sich hier informiert und denen dann die Anlagen gefallen und wir vor Ort uns das Ganze gleich mal anschauen. Was zu erklären ist, egal ob Neubau oder Bestandsbau, wenn man es richtig anstellt, kann man mit einer überschaubaren Investition in eine Photovoltaikanlage mit einem Hauskraftwerk und einer Wallbox sowie einer Wärmepumpe in Zukunft seine Energiekosten auf Null stellen. Zu rund 80% ist man autark. Der Resteinkauf von ein wenig Strom aus dem Netz wird durch den Überschuss selbstproduzierter Energie egalisiert. Das Hauskraftwerk ersetzt das externe Kraftwerk. Hier in der Hauswerkstatt der TGR Bodensee zeigt man, wie es geht und kann sogar gleich alles realisieren. Denn das Unternehmen aus Markdorf bietet das gesamte Spektrum der Energietechnik, so wie es nur wenige Elektrobetriebe es heute tun. Eigenenergieversorgung für Komfortstrom, Wärme und Mobilität. All das organisiert die TGR Bodensee. Also wir sind in allen Bereichen der Gebäudetechnik tätig, von der Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima und eben auch die Photovoltaik. Und unsere Kernkompetenz ist eigentlich, die Sektoren zu koppeln, also ganze Energiesysteme anzubieten. Nicht nur eine Heizung, sondern eine Heizung, die dann auch mit der Photovoltaikanlage kommuniziert. Genau darum geht es. Die Systeme müssen miteinander kommunizieren. Es muss alles in der sogenannten Sektorenkopplung funktionieren. Sektorenkopplung, das neue Zauberwort der Eigenenergieversorgung. Strom, Wärme, Mobilität denkt man nun zusammen. Alles wird verstromt. Das Hauskraftwerk von E3DC, so erklärt man hier, speichert dabei nicht nur die selbst produzierte Energie, sondern sorgt auch für ein effizientes Energiemanagement. So klappt die Eigenversorgung. Also gerade der E3DC bietet den riesen Vorteil, dass er die Schnittstellen schon hat. Also mit ihm lässt sich leicht andere Verbraucher oder gar Wärmepumpen ansteuern und die intelligent steuern. Und so kam es hier auch zu der inzwischen legendären sogenannten Vater- und Sohn-Anlage. An diesem Projekt ist besonders zum einen sind zwei Geräte, was eigentlich sehr selten ist, zwei Geräte in einem Haus, Vater und Sohn. Der Vater war überzeugt von dem, was sein Sohn macht und wollte dem nicht nachstehen. Er hat gesagt, sowas möchte ich auch haben. Dadurch kam es halt zustande, dass jetzt wirklich beide Geräte nebeneinander stehen. Vom Einkaufszentrum ging es also in die Realität nach Königs-Eckwald, eine Gemeinde im baden-württembergischen Landkreis Ravensburg mit 675 Einwohnern. Ob Füchse und Hasen dabei mitgezählt wurden, weiß man nicht. In diesem Mehrfamilienhaus stehen sie, die zwei Vater- und Sohn-Anlagen. Hier installierte die TGR Bodensee nicht nur zwei Hauskraftwerke, sondern auch zwei Photovoltaikanlagen. Wenn schon, denn schon. In dem einen Teil des Hauses lebt der Sohn und versorgt sich selber mit Energie. In dem anderen Teil der Vater, welcher es seinem Sohn nachtun wollte und tat. Zwei Hauskraftwerke in einem Keller. Die eine Anlage gehört dem Sohn, die andere dem Vater. Der Anstoß dazu war ein ökologischer. Der Hauptgrund ist auch der Umweltschutz. Wir müssen einfach etwas tun gegen die Erderwärmung. Wir leben ja auf See draußen, wenn wir beim Segeln sind.
dass die Wind- und Wetterverhältnisse, die Wellenhöhen, die Wasserverhältnisse sich drastisch verändern. Wir erleben draußen Stürme und Orkane, die wir früher vor 20 Jahren nicht hatten. Und wir sehen auch die Bedrohung der Uferzonen. Wir sehen den Umweltbelastungsbereich im Uferbereich nach Stürmen, nach Orkanen, was vom Meer an Land geschmissen und gespült wird, was wir als Verursacher auf unsere Kappe nehmen müssen. Die Ausgangssituation. Ein Drei-Personen-Haushalt, Baujahr 1975, Standort Königs-Eckwald am Bodensee. Größe 350 Quadratmeter. Der Energiebedarf? Vater und Mutter Dieterle 3000 Kilowattstunden pro Jahr. Sohn Daniel benötigt 2000 Kilowattstunden. Bei einem Strompreis von 28 Cent pro Kilowattstunde kommen so 840 und 560 Euro Stromkosten pro Jahr zusammen. Bei der Wärme wird noch auf Heizöl gesetzt, mit einem Bedarf von 2500 Litern pro Jahr. Verantwortung wollte Familie Dieterle übernehmen und tat es. Sohn Daniel, der selber Vermögensberater ist, machte dabei eine interessante Rechnung seinem Vater auf. Ökologie und Ökonomie widerspricht sich beim Klimaschutz nämlich überhaupt nicht. Für die begeisterten Segler wurde die Reduzierung ihres CO2-Ausstoßes gleichzeitig zu einer Minimierung der Energiekosten. Die selbst produzierte Kilowattstunde ist mindestens um 50% preiswerter als die gekaufte. Und Preissteigerung gibt es da keine mehr. Er war die treibendste Kraft, die ich mir nur vorstellen kann. Er ist Kaufmann und Kaufmänner rechnen anders wie Privatpersonen. Und wir haben es gerade getan. Das Ergebnis spricht für die Anlagen, spricht für die Rechenkünste des Sohnes. Ein großes Lob an ihn. Von Robert Opa. Ja, das kann ich, ja. Über einen längeren Zeithorizont habe ich das ganze Projekt durchkalkuliert für mich selber und auch für meinen Vater. Ja. Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass Ökonomie und Ökologie, dass es Hand in Hand geht und kein Ausschlusskriterium gegeneinander ist. Ich habe mich so das letzte Dreivierteljahr intensiv mit dem Thema Umwelt auseinandergesetzt, bin selber Mitglied bei BUND, Bund und Naturschutz, und habe mich dann einfach mal selber reingefuchst in diese ganze Thematik. Und bei diesem Projekt war mir wichtig das Thema Sektorenkopplung, ja, wo ich dann auch mit dem Herrn Meyer von der TGA Bodensee gesprochen habe, wo er mich noch weit inspiriert hat. Und das macht absolut Sinn. Ja, das ist wie auch in meinem Beruf beim Thema Finanzen eben ganzheitlich zu denken, ja, über Grenzen hinaus. Ja, und das ist mir hier auch entgegengekommen. Also quasi meine Beratungsphilosophie, wie ich bei meinen Kunden umsetze, so hat ja auch die TGA Bodensee mich beraten. Und dann bin ich auf das Thema E3DC aufmerksam geworden, habe mir sehr, sehr viele Videos angeschaut, auch vom Dr. Piepenbrink. Finde ich nach wie vor eine Ikone, diesen Mann. Ja, hat mir sehr Spaß gemacht. Und für mich ist E3DC quasi so das iPhone unter den Systemanbietern. Die Maßnahmen. Es kamen zwei PV-Anlagen auf das Dach. 9,75 kW Peak jeweils für Mutter und Vater, 9,75 kW Peak für den Sohn. Dazu als Stromspeicher zwei Hauskraftwerke mit je 6,5 Kilowattstunden Speicherkapazität. In der Wärmetechnik wurde der alte Ölkessel durch einen Ölbrennwertkessel ersetzt, der nun 250 Liter Heizöl pro Jahr einspart. Ein Pufferspeicher mit einem Heizstab ergänzt die Wärmeversorgung. Für die Elektromobilität wurde eine E3DC-Wallbox installiert und für die Energieeffizienz zu Hause setzt man auf Hausautomation. Vorbei ist es nun auch bald mit der Verbrennerei fossiler Kraftstoffe. Denn Vermögensberater Daniel rechnete aus, dass sich die selbstproduzierte Kilowattstunde von der Wertschöpfung her am wirtschaftlichsten für die Elektromobilität einsetzen lässt. Normalerweise möchte man mit der Eigenenergie zunächst sein Haus versorgen, für Komfortstrom und die Wärme. Verständlich. Rund 11 Cent kostet eine Kilowattstunde vom eigenen Dach. Eingekaufter Strom ist dagegen mindestens doppelt so teuer. Doch setzt man die Kilowattstunde vom Dach für die Elektromobilität ein, hat diese plötzlich einen Wert von mindestens 60 Cent. Denn für das E-Auto muss man auf den Treibstoff keine Mineralölsteuer und andere Abgaben zahlen. Deshalb ließ Daniel eine Wallbox zur Nutzung des eigenen Sonnenstroms für das Auto gleich mit einbauen. Weil du da natürlich auch ökonomisch den höchsten finanziellen Hebel hast, ja, wenn du eben den Strom
von deinem eigenen Hausdach tankst und nicht mehr eben an die Tankstelle fahren musst. So ist ein Großteil des Weges geschafft, vom Umstieg aus fossilen Brennstoffen auf die regenerative Energie. Die Vater- und Sohn-Anlage produziert, speichert und verwaltet die Energie nun erfolgreich. Eines Tages muss noch die Heizungsanlage ökologisch drankommen. Der Ressourcenverbrauch unserer westlichen Welt ist immens. Und für mich war wichtig, dass wir wegkommen vom Öl oder weiter wegkommen vom Öl. Wir haben es noch nicht ganz geschafft, weil wir haben immer jetzt noch eine neue Ölbrennwertheizung. Ja, ich hätte gerne Pelletheizung oder eine Luftwärmepumpe gehabt, aber der Heizungsbauer hat uns davon abgeraten, weil das so jetzt eben noch nicht bei uns darstellbar war. Und mein alter Herr wollte natürlich noch nicht ganz auf die gute, alte, bewährte Ölheizung verzichten. Der Sohnemann hätte es anders gemacht, aber das war ein Kompromiss. Was man auf alle Fälle sagen kann: Energiewende-Technik passt problemlos auch in ältere Strukturen hinein und kann später erweitert werden. Schon jetzt funkt zum Beispiel ein Heizstab in die Wärmeproduktion mit hinein. Auf dem Weg zur Autarkie. Zum ökologischen und ökonomischen Vorteil der Menschen. Ja, so wir als auch. Also den Leuten ist beides wichtig, die Autarkie und die Einsparung. Weil alleine schon durch die Autarkie haben sie ja die Einsparung. 16.000 Kilowattstunden sind vom Dach zu erwarten. Der direkte Eigenverbrauch wird auf 30% geschätzt. Dennoch erreicht man eine Autarkie von guten 80% und einen Netzbezug von nur noch 20%. Konzepte wie hier in Königs-Eckwald sind die notwendigen Schritte für Zukunftssicherheit in ökologischer und ökonomischer Hinsicht. Und solche Beispiele, das weiß man bei der TGA Bodensee, machen Schule. Also viele Kunden von uns empfehlen uns auch weiter und so haben wir den ersten Fuß in der Tür, sage ich mal, um dann auch mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen, die auch interessiert sind und gerne so eine Anlage haben möchten. In Königs-Eckwald ist noch viel Platz und Raum für solche Lösungen. Viel mehr Menschen rund um den Bodensee könnten den Schritt zur Eigenenergieversorgung machen. Dann sind auch sie ökonomisch und ökologisch erfolgreich. Die TGA Bodensee weiß, nur Fuchs und Hase brauchen das nicht. Denn die leben schon jetzt zu 100% ökologisch.